Hallo und willkommen, ja, bei FFM FIFA, also das bin ich. Ich habe mich noch nie gezeigt eigentlich hier bei dem Kanal. Für die Leute, die schon wissen, wie ich aussehe, ist das heute nichts Besonderes. Für den Rest denke ich mir, als kleines Weihnachtsgeschenk mal herauszufinden, wie der euch so oft doch hoffentlich unterhält, denn letztendlich aussieht. Also auf meine Frisur oder so dürft ihr heute nicht so achten. Ich meine, ich bin erst aufgestanden und duschen und das war's dann eigentlich auch schon. Und ja, heute also quasi das kleine Weihnachtsspecial hier auf FFM FIFA. Ich wollte mich einfach erstmal bedanken für das tolle, ja, halbe Jahr, was wir quasi eigentlich nur hatten. Ich meine, ich glaube, ich habe mich irgendwie im Mai oder sowas angemeldet, kurz vor Mai, also haben wir ungefähr ein halbes Jahr, ein bisschen länger gehabt jetzt hier auf dem Kanal. Wir haben mittlerweile 2,5k Abonnenten geknackt, weil ich ziemlich geil finde. Und ja, ich wünsche euch einfach heute nochmal alle frohe Weihnachten. Möget ihr das bekommen, was ihr euch gewünscht habt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir das Ganze nächstes Jahr ausbauen können, hier den Kanal. Und das Ganze hier einfach so weiterläuft wie bisher. Vielleicht sogar nochmal ein bisschen besser. Mal sehen, was da alles noch so passiert nächstes Jahr. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch alle, ja, ihr seid alle scharf darauf, dass es nächstes Jahr so weitergeht. Und ansonsten dachte ich mir heute so als kleines Weihnachtsspecial, was war ich mir nicht ganz sicher, was ich machen sollte, ob ich einfach nur das hier, was ich jetzt gerade machen soll, ein Setup-Video, aber ich habe euch eh nicht so viel zu zeigen, meine Playstation, meinen weißen Controller, das war es eigentlich auch schon. Und letztendlich habe ich mich dazu entschieden, ich bin einfach nochmal alle Tore so durchgegangen, die ich dieses Jahr FIFA so geschossen habe und habe euch einfach mal die Top 10 zusammengestellt, also nicht für eine Top 10, sondern ich habe einfach die 10 besten Tore, die ich meiner Meinung nach geschossen habe, zusammengestellt und würde euch einfach quasi bitten, wenn ihr wollt, ihr müsst natürlich nicht, einfach hinzuschreiben, was ihr fandet, welches mein bestes Tor dieses Jahr gewesen ist. Einfach so aus, ja, kleines Spezial, mal was anderes, denn ich hätte ja locker noch Road to Glory Karriere bei Fast Guy und ich habe sogar noch ein Pack Opening. Ja, werde ich dann morgen, denke ich mal, so ein bisschen Upload-Orgie, werde vielleicht mal 2-3 Videos hochladen, je nachdem, wie viel von euch sagen, sie gucken morgen ein Video von mir, müsst ihr mir Bescheid sagen, könnt ihr auch mal hinschreiben. Also schreibt mir hin, ob ihr morgen Videos von mir gucken würdet oder ob ihr lieber den Tag, also ich werde ja auch den Tag mit meiner Familie trotzdem verbringen, aber wenn Leute trotzdem Videos gucken würden, würde ich morgen ein bisschen mehr als ein Video hochladen und ansonsten wird es den Rest wieder ganz normal verteilt geben über die nächsten Wochen. Und ja, von daher, bitte schreibt, oder wenn ihr wollt, könnt ihr gerne hinschreiben, was ihr findet, was das beste Tor war und dann hören wir uns hoffentlich direkt beim nächsten Video wieder. Frohe Weihnachten, tschüss. Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. These help us remember. These battle scars don't look like they're fading. Don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Growing up, I had a dream, something no one else could see. Tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe. Everything you see reminds you of what you're not or something you won't be. You gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Not because they wanna do it, just because they heard it pays. And who the fuck wants to be poor knowing that's how we've been raised? Society is getting heavy, I can feel the weight. The pressure of success is like 100 million pounds of shame. And that's the reason I'm staying up late, trying to find a way to escape the stereotypes. This day and age is making me feel like the only way I'll be happy is getting signed to a label and making money through rapping. I wanna share my emotion because this world is attacking the very principle of life that lets the people be happy. If you don't have a reason to breathe, why even live? These battle scars are impressions of everything that it is. That reached 100 million people, I tell them there's a reason that we're all created equal. Cause some decide to be great and some decide a sequel to an average person's life is simply what they wanna be. So you make your decision, all I know is what I'm given. Won't define the life I lead or the way I dwell in existence. I've seen a greater image on the walls of where I'm living, and the words twisted and scripted remind me of something written. Faith is a
gift that is given down to the people. If one believes it, one receives it. It's given if it is needed. Don't ever think you're trapped in a life that you never wanted. Your options are infinite, that's some mathematical logic. I'm not saying I'm a prophet, I'm speaking for what it's worth. These lyrics define my prayers and these battle scars on my church. Not saying I'm a prophet, I'm speaking for what it's worth. These lyrics define my prayers, these battle scars on my church.